Das ist für YouTube-Kanal ich. Ich werde euch etwas über Amphetamine erzählen, was sie mit mir angerichtet haben und welche Folgen, ne, mit meiner Psyche und was es in meiner Familie angerichtet hat. Also, ich habe über zwei Jahre lang sehr viele Amphetamine gezogen, ja. Habe zum Schluss 138 Kilo gewogen, bis meine Familie mich in die Psychiatrie einweisen lassen hat. So, wie hat das Amphetamin Speed Pep gewirkt bei mir? Ich habe Nase gezogen und war wach. Ich war 3, 4, 5 Tage wach, ja. Habe konsumiert 1, 2, 3 Gramm, ne, je nachdem, wie lange ich unterwegs war, wie viel Geld da war und. Ja, 3, 4 Tage wach. Am Anfang haben wir es nur gezogen, wenn wir in die Disco sind, ne, dass wir gut drauf waren und. Und ja, und dann wurde es immer mehr. Irgendwann habe ich es gebraucht, täglich. Ich habe morgens aufgestanden und als erstes musste ich eine Nase Amphetamin ziehen. Also, und wenn ich nichts hatte, ich war richtig antriebslos, depressiv, aggressiv, bin auch gegen meine Mutter gegangen, zweimal, was mir leid tut, ne, weil ich kein Amphetamin hatte. Also ist ein krasses Zeug, kommt halt auch drauf an, ne, wie es zusammengesetzt wurde und was drin ist. Ich bin, wie gesagt, mit meiner Psyche, ich bin Borderlinerin, ich habe eine Doppeldiagnose und ja, also die ist dadurch, glaube ich, entstanden, meine Doppeldiagnose durch das PEP und so, ja, weil ich es einfach übertrieben habe. Ja, habe mich auch einmal selbst einweisen lassen, also selber, einmal meine Mama hat mich einweisen lassen, weil ich so abgemagert war und sie sich nicht weiter wusste. Und irgendwie, eine, zwei Jahre später, habe ich mich einweisen lassen, weil ich mit meiner Psyche so fertig war und nicht mehr konnte. Ich war echt kurz davor, mir das Leben zu nehmen und weiß ich nicht. Und ich weiß, heute weiß ich, dass es vom PEP kam, dass es echt so an meiner Psyche rumgerüttelt hat und. Der ganze Dreck, der da drin ist, die ganzen Schadstoffe und weiß ich nicht was, die gehen ans Nervensystem und weiß ich nicht was. Ich will nicht wissen, wie viele Gehirnzellen mir abgestorben sind. Also, ist echt, also Speed oder PEP, lass echt die Finger davon. Das ist der größte Dreck, den es gibt. Das ist der letzte Dreck. Das ist einfach nur irgendwelche Chemikalien zusammengemixt und. Echt lass es. Ja.